Für smoothes Playback in DaVinci Resolve kannst du entweder deine Clips transkodieren oder Proxys erstellen. Was du davon machst, hängt so ein bisschen davon ab, was du für Video-Footage nimmst. Und in diesem Video möchte ich darauf eingehen, was die Vor- und Nachteile von beiden sind und wie du es in DaVinci Resolve umsetzt und vor allen Dingen, wann du was nehmen solltest. Transkodieren ist ja das Umwandeln von einem komprimierten Codec in einen All-I-Codec. Proxys erstellen ist quasi Ersatzmedien herstellen und dann mit dem Originalmedium dann am Ende zu rendern. Welche dieser beiden Optionen du nimmst, hängt tatsächlich hauptsächlich damit zusammen, mit was du aufgenommen hast. Hast du zum Beispiel RAW mit einer Cinema-Kamera aufgenommen, deren Codec wie Blei in der Timeline liegt, würde ich dir empfehlen, tatsächlich Proxys zu nehmen, weil du ja dann zum Rendern zurück auf dieses RAW-Format gehst und damit den vollen Dynamic Range und vor allen Dingen Farbumfang deines RAW-Codecs behältst. Hast du hingegen mit dem Handy aufgenommen, würde ich dir tatsächlich raten zu transkodieren, weil es deinen Workflow insgesamt vereinfacht und vor allen Dingen dein Playback steigert, ohne dass du Qualität einbußen hast. Okay, aber wie macht man was? Kommen wir zuallererst mal zum Transkodieren, was du tatsächlich for free in DaVinci Resolve machen kannst. In DaVinci Resolve kannst du entweder in deiner Timeline transkodieren, indem du die Clips anwählst, die in deiner Timeline liegen, die du transkodieren willst, oder indem du im Media Pool Dinge anwählst, zum Beispiel hier diesen Clip und mit Control oder Steuerung weitere Clips selektierst, die du transkodieren willst. Wenn du die Clips gewählt hast, die du transkodieren willst, kannst du hier oben auf File, dann auf Media Management gehen. Im Media Management hast du dann hier oben die Möglichkeit zu wählen, von wo du transkodieren willst. Möchtest du das komplette Projekt, also alle Medien, transkodieren oder kopieren? Möchtest du eine bestimmte Timeline transkodieren oder kopieren von den vielen, die du angelegt hast? Oder möchtest du die selektierten Clips, die du gerade genutzt hast, also entweder die, die du im Media Pool selektiert hast, oder die, die du in der Timeline selektiert hast, kopieren oder transkodieren? Ganz wichtig zu verstehen ist, kopiert den Clip so, wie er ist. Beziehungsweise, wenn du Selected Clips aktiviert hast, dann kann er auch trimmen. Bedeutet, wenn du Red RAW hast, wird dann am Ende auch ein Red RAW Clip rauskommen. Wenn du transkodieren willst, kannst du dann auch Dinge auch wirklich transkodieren in ein anderes Videoformat. Bedeutet, wenn du H.264-Footage hast, geh bitte auf Transkodieren und nicht auf Copy. Auf der anderen Seite, wenn du lange Takes hast in RAW-Formaten, die du vortrimmen willst, kannst du über die Möglichkeit Selected Clips mit Trim deine langen Takes schon vorschneiden und dann nur noch die wirklichen Clips behalten. Das ist also eine super Möglichkeit, um Speicherplatz freizugeben, wenn du viel RAW schießt. In meinem Fall möchte ich dir jetzt also das Transkodieren zeigen, deswegen gehe ich hier oben auf Clips, sage, ich hätte gerne die transkodiert, die ich im Media Pool habe, gehe dann auf Transcode und kann jetzt hier mir meine Clips transkodieren. Und du siehst, von den derzeitigen Clips, wie sie so ausgewählt sind, von 22 GB, sind die neuen Clips insgesamt nur 2,2 GB groß. Und das liegt daran, in was ich sie transkodiere. Hier möchte ich natürlich QuickTime haben und das Beste für Playback ist natürlich der DNxHR-Codec und du siehst, ich habe direkt mehr Gigabyte, weil B-RAW nun mal einfach ein sehr datensparendes Format ist. Und wenn du tatsächlich nur in 8-Bit oder in 10-Bit aufgenommen hast, kann ich dir den Codec DNxHR HQX 10-Bit empfehlen, der einfach wie Butter in deiner Timeline liegt. Und dann möchten wir natürlich keine Auflösung verschwenden und deswegen sagen wir Render at Source Resolution. Hier noch ein Tipp für alle die, die gerne nachts filmen. Wenn du Noise Reduction bereits machen möchtest, dann kannst du ganz einfach alle Clips, die Noise Reduction brauchen, in eine Timeline reinwerfen und diese Timeline komplett von vorne nach hinten transkodieren und dann ist die Noise Reduction auch schon drin. Und dieser Workflow mit Noise Reduction hilft dir, dich dann am Ende einfach nur auf den Schnitt zu konzentrieren. Aber apropos auf Schnitt konzentrieren, lass uns doch mal gucken, wie du Proxys nutzen kannst. Bevor du Proxy-Medien erstellst, solltest du auf jeden Fall mal checken, was deine Einstellungen dafür sind. Also hier unten auf die Project Settings und dann in den Master Settings einmal nach unten scrollen, wo Optimized Media und Render Cache steht. Hier kannst du nämlich deine Auflösung für die Proxys nehmen. Du kannst zum Beispiel in ein Achtel der Originalauflösung arbeiten oder in einem Viertel. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn du 8K Red RAW hast und dein Computer das einfach nicht gehandelt kriegt.
Und dann kannst du natürlich noch den Codec wählen. Hier wäre es natürlich unklug, auf H264 oder H265 zu gehen. Deswegen nehme ich meistens DNXHRHQ und das läuft meistens ziemlich gut in der Timeline. Und dann kannst du hier unten unter Working Folders auswählen, wo die Proxys gespeichert werden wollen. Nachdem wir jetzt die Einstellungen getan haben, möchten wir sie speichern und uns dann unsere Clips aus dem Media Pool wählen, für die wir Proxys erstellen wollen. Und dann mit Rechtsklick und hier unten Generate Proxy Media anlegen. Und ganz wichtig, bevor du losschneidest, klick dann mal hier oben auf Playback und gucke, dass hier oben der Haken bei Use Proxy Media if available angehakt ist. Nicht, dass du dann losschneidest und dir denkst, ah, wieso gehen die Proxys nicht? Und wenn du wissen willst, warum diese Videokomprimierung eigentlich so schrecklich für deinen Rechner ist, dann schau dir dieses Video an, da habe ich es dir komplett erklärt. Und wie man mit der Videokomprimierung lustige Glitch-Effekte machen kann, habe ich dir hier erklärt. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier, bis zum nächsten Mal, ciao.